Tauperlen der Gnade. Andachten über Gottes Verheißungen von Charles Spurgeon. Die heutige Andacht wird überschrieben mit dem Titel Gottes Wahl ist die beste Wahl. Er soll unser Erbteil für uns wählen. Psalm 47, Vers 5. Unsere Feinde würden uns ein trauriges Teil erwählen, aber wir sind nicht in ihren Händen überlassen. Der Herr wird uns unser Teil zumessen, und unser Platz ist von seiner unendlichen Weisheit bestimmt. Ein weiserer Geist als der unsere ordnet unser Schicksal. Das Anordnen aller Dinge ist Gottes Sache, und wir sind froh, dass es so ist. Wir wählen, dass Gott für uns wählen möge. Wenn wir unseren eigenen Willen haben könnten, so würden wir wünschen, dass alles nach Gottes Willen ginge. Da wir uns unserer eigenen Torheit bewusst sind, begehren wir nicht, unser eigenes Schicksal zu leiden. Wir fühlen uns sicherer und leichter, wenn der Herr unser Schiff steuert, als wir uns zu fühlen vermöchten, wenn wir uns nach unserem eigenen Urteil lenken könnten. Freudig überlassen wir die leidensvolle Gegenwart und die unbekannte Zukunft unserem Vater, unserem Heiland, unserem Tröster. O meine Seele, lege heute deine Wünsche zu Jesu Füßen nieder. Wenn du in letzter Zeit etwas eigenwillig und widerspenstig gewesen bist und begehrt hast, nach deinem eigenen Sinn zu handeln, so lass jetzt dein törichtes Ich fahren und lege die Zügel in die Hände des Herrn. Sprich, er soll für mich wählen. Wenn andere die unumschränkte Macht des Herrn bestreiten und den freien Willen des Menschen rühmen, so antworte du ihnen, er soll für mich wählen. Es ist meine freiste Wahl, ihn wählen zu lassen. Als ein Wesen mit freiem Willen erwähle ich, dass er unumschränkte Herrschaft haben soll.